Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Payback. Ja, hier sitzt die gute Jazz in ihrem Audi, in unserem Audi, wir als Jazz, wie auch immer. Wir haben ja noch hier noch einiges am Start. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz Events. So. Mal das andere ganze Geraffel hier weg. Und mal ranzoomen. So, und zwar, wir brauchen immer noch einen Drag Racer. Oh, hab ich ganz vergessen. Okay, nochmal von vorn. Also, in der letzten Folge haben wir ja die Jazz-Mission, also quasi die, wie soll ich das nennen, die Taxifahr-Mission gemacht, in denen wir irgendwelche Bösewichte irgendwo hinkutschiert haben und uns so die Kohle für unseren Drag Racer zusammengespart. Wenn ihr jetzt aber euren Blick nach oben rechts schweifen lasst, dann seht ihr, dass wir bei 121.852 sind und 21 Dinger haben. Also Dinger. Und zwar liegt es daran, als ich hier war im Hauptmenü, in der letzten Folge quasi meine Aufnahme beendet habe und dann das Spiel beenden wollte, hat sich gerade noch mein Ton normalisiert. Ich habe es rausgemacht und dann dachte ich, ja, guckst du mal durch, was hier noch so ist. Journal, Lieferungen, Fotos, Herausforderungen, bla bla, Multiplayer und sowas. Dann bin ich mal auf Lieferungen gegangen und dachte, was ist das? Und da wurden irgendwelche Lieferungen immer mal wieder. Lieferungen sind eingegangen, stand da immer bla bla bla. Neue Lieferungen eingetroffen oder irgendwie sowas kommt dann da. Und ich dachte eigentlich, dass das... Oh, hier kann man für echt Geld Speedpoints kaufen. Okay, interessant. Ich dachte eigentlich, dass das für die Tuning-Werkstätte wäre, aber nein, das sind hier solche Lieferungen gewesen. Wenn ich jetzt da drauf drücke, kommt nur mehr und da kann ich jetzt hier quasi für diese Speedpoints, wo wir oben rechts sehen, das Weiße, da haben wir 0, könnte ich für 100 ein Basispaket kaufen. Das enthält eine Individualisierung, ein Teile-Token und ein Geld-Token. Dieses Teile-Token sind quasi Teile bei den Tuning-Händlern. Und die Individualisierungen sind einfach auch irgendwelche Dinger bei den Tuning-Händlern. Und der Geldtoken, das ist Geld, ja. Und jetzt, dadurch, dass hier so viele Lieferungen eingegangen sind, kam ich hier hin und dann stand hier Lieferung abholen. Da, wo jetzt mehr steht, also unter Basis. Hier, Premium, Basis. Und da stand, unter dem letzten Stand, da wo jetzt mehr steht, stand abholen. Da habe ich da drauf geklickt und dann habe ich tatsächlich diese Individualisierungen und diese Kohle gekriegt. Einmal waren es 20.000, einmal waren es 10.000, einmal waren es 5.000 und so weiter. Wir hatten 5 von diesen Paketen schon. Dann, wo ich das die ersten 2 gemacht habe, dachte ich, ah Mist, das hätte es jetzt eigentlich aufnehmen sollen, dass die Leute wissen, woher die Kohle kommt, aber ja, verrafft. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels werden wir auf jeden Fall noch weitere von diesen Lieferungen kriegen. Und dann zeige ich euch das nochmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ihr habt es gesehen, mächtig viel Asche. Das heißt, wir können uns jetzt sowohl einen Driftkarren als auch einen Dragkarren kaufen. Aber wir haben ja hier auch trotzdem noch vom Terminal diese Dinge, also diese Mission, die würde ich dann schon ganz gern trotzdem zu Ende machen. Und vor allem liegt es auch hier alles auf dem Weg. Oh, dieses Wrack, es kotzt mich immer noch an. Also ich werde demnächst mal Google bemühen. Vielleicht hat schon einer gefunden. Ist quasi cheaten, kann man... Was ist das? Ja, Kurier einfach. Okay, ist einfach sowas. Kann man cheaten nennen, kann man nennen, wie man will. Aber wenn ich irgendwo feststecke, ich hasse es. Deswegen gucke ich einfach mal, wo ungefähr. Also nur dieses Wrack-Chassis. Der Rest, den werde ich dann schon finden. Denn ich komme partout nicht drauf, wo das sein könnte. Ich habe schon alles angeguckt. Gut, ich habe jetzt auch nicht ohne Aufnahme gespielt. Könnte ich theoretisch auch machen, aber ich will euch da eigentlich ganz gern dabei haben. Ich gucke gerade noch nebenher. Hier oben, nö, das ist auch nichts.
Hier ist auch nichts. Wenn ich wüsste, ob das eine dicke Straße oder eine dünne Straße ist. Naja, ich will jetzt hier eigentlich ungern weitersuchen. Einmal noch gucke ich mal ganz kurz durch. Nur ganz kurz. Nein. Hier auch nicht. Hier oben. Hier auch nicht. Also wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, beziehungsweise da ich ja ein bisschen vorproduziere immer, da ich ja nur in der Spätschichtwoche aufnehmen kann, bei Nacht, wenn alle Bagage im Bett ist, dann, ja, werde ich eure Kommentare wahrscheinlich zu spät lesen, beziehungsweise ihr schreibt mir ja eh keine, also von dem her. Nee, ich komme nicht drauf, wo es sein könnte. Ich finde es nicht. Naja, egal, jetzt pfeift schon wieder hier der Falke, lassen wir es gut sein. Ein Tuning-Shop, um unseren Wagen eventuell ein bisschen aufzumöbeln. Tankstelle. Tuning-Shop. Den würde ich mal ganz kurz besuchen, um den Audi ein bisschen spritziger zu machen. Einfach nur, damit es die gute Jazz nicht so schwer hat, die Fahrten auszuführen. Da ja ein Wagen, ich glaube, von 196 oder so empfohlen war und wir aber ja irgendwas nur mit 180 haben. Drum würde ich mal ganz kurz eben den Tuning-Shop besuchen. Und ich fahre einen Scheiß zusammen. Naja. Da ist der Riot Club. Da müssen wir auch noch hin, da müssen wir auch noch aufräumen, wenn wir dann unser Drag-Fahrzeug haben. Hier, oder? Ja, genau. So, Tuning Shop, ich stehe mal mitten vor der Tür, das mache ich gern so. Hey, wo hat die gerade hingeguckt? Ah, so, jetzt können wir hier ein bisschen was kaufen, wir haben ja jetzt genug Kohle. Würde ich mal sagen, Auspuff. Jawohl. 15.000, ganz schön teuer. So, dann haben wir hier Steuergerät, hauen wir rein. Dann könnten wir hier den Turbo noch ein bisschen fetter machen. Hier hatten wir noch einen Turbo Stufe 5. Und hier Stufe 6, nehmen wir den. Jawohl, nochmal 15.000, nee, gut, dann lassen wir es mal. Wie viel hat er denn jetzt? Jetzt hat er 196. Und wie viel ist da empfohlen? 195. Wir haben jetzt sogar einen Punkt mehr. Sehr schön. Reicht mir. Na. Ganz schön schwierig hier auszuparken. So, mal gucken. Okay, spürt man so jetzt natürlich nicht. Ah ja. Oh. Okay, das Auto hatte gerade keinerlei Textur. Interessant. Deswegen habe ich es voll erwischt, weil es keine Textur hatte. Da hat sich der Audi quasi den Schwächsten ausgesucht. Und da sind dann immer die ohne Textur dran. So, jetzt versuche ich mal, nichts zu rammen. Oha, wenn man natürlich sehr viel zu schnell um die Kurve rumfährt, ist das schwierig. Uiuiui, das war ein guter Drift gerade. Oh, wo fahre ich hin? Hier wollen wir rein. So, Start. Das müsste nämlich, glaube ich, die vorletzte müsste es sein oder sogar die letzte. Bring mich zum... Oh nein, nicht du schon wieder. Du hast mich vermisst, oder? Nicht du schon wieder. Wie, die lässt die vorne reinsitzen. Nachher fässt er die an. Unsittlich. So zwischen den Gasfuß. Wo soll's hingehen? Zum Rift VIP-Terminal. Zwischen Gas und Kupplung. Ich weiß, gib Gas. Rechnest du mit Ärger? Ja.
Ja, immer. Überall, wo ich bin, taucht Ärger auf. Oh, okay. Spezialeinheit. Das sind eine Menge Wagen. Wen hast du diesmal verärgert? Ich wollte mehr über das Auto rausfinden, das ihr geklaut habt. Und hab dabei wohl einen Nerv getroffen. Viel Spaß bei der Reparatur. Alter, was? Wo geht's denn hier hin? Sag mal. Was ist das? Okay, wir müssen hier durch. Ramirez hier, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Gut, November wird dich im Flieger briefen. Wer hat eure Pässe und Flug? Wie hören sich die Karren denn an? Furchtbar. Enttäusch uns nicht. Oh. So geht's natürlich am besten. Ach, ich habe den Checkpoint verpasst und jetzt geht mir die Zeit aus. Ist ja klar. Das kriegt. Ja, Spaß dir. Okay, ich muss da irgendwie genauer fahren. Ich dachte, ich muss da. Ich dachte nicht an die Zeit, Mann. Ganz vergessen, dass da ja jedes Mal diese Zeit mitläuft. Hat auch gerade extrem geruckelt, als die anderen kamen. Also, Bring mich zum... Oh nein, nicht du schon wieder. Ah nein, du hast nicht mich vermisst, du schon wieder. Oder? Die Haare hängen mir auch dauernd ins Gesicht, Mann. So Mist. Huch. Wo soll's hingehen? Zum Rift VIP Terminal und... Ich weiß, gib Gas. Rechnest du mit Ärger? Ja. Immer. Und jetzt? Hält das mitten hier an? Das sind eine Menge Wagen. Wen hast du diesmal verärgert? Ich wollte mehr über das Auto rausfinden, das ihr geklaut habt. So, also wir müssen hier durch. Ich hab dabei wohl einen Nerv getroffen. Na toll. Was zum Teufel soll das? So, und jetzt geht's hier lang. Okay, hier durch. Gut, der ist Schrott. Der hört auf zu nerven. Ramirez hier. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Gut. November wird dich im Flieger briefen. Wer hat eure Was zur Hölle? Miller, Ramirez' Leben liegt in deiner Hand. Enttäusch uns nicht. Kann das Spiel mal ruckeln wie andere Spiele und nicht mit der Tastatur ruckeln? Mann, Mann, Mann. Okay, der ist wohin fährst weggeschossen. Keine Ahnung, das sehe ich dann am Flughafen. Ich hoffe irgendwohin, wo es warm ist. Bei meinem Glück? Ich tippe auf Schweden. Bam! So, den habe ich mir geholt. Wollt ihr noch mehr? Wir sind weg! Ah, wo fahre ich hin? Hier geht's lang. Ah, okay, die sind jetzt natürlich auch da voll reingesammelt. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Wir sind fast da. Halt dich bereit. Ich bin bereit. Ah, verpisst euch! Ihr Sau. Köpfe. Bis dann! Das war nur eine Kostprobe. Verdammt. Und tschüss. Hau ab. Hey Miller, wie wär's mit einem Drink, wenn ich wieder... Lass den Satz lieber offen. Wir haben hier gerade ganz andere Probleme. Beziehungsweise, okay. Hat sich, glaube ich, erledigt. Puh. Erreiche den Fluchtpunkt. Na toll. Okay, Ausschläge, was war das? Und jetzt auch noch Cops. Der Tag wird immer besser. Ist der jetzt weg oder was? An alle Einheiten. Adam 135 führt eine Code 3 Verfolgung durch. Bitte Meldung. Oha, jetzt gehen sie aber ab hier. Die Cops, die Verrückten. Ach, und die auch noch. Er fährt nach Westen, er ist Billionaire's Road. Verstanden. Flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Westen und nähert sich. Jetzt fahren die hier zu zweit gegen mich. Das gefällt mir gar nicht. Ich gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. Boah, und ich kann zu wenig lenken. Weil es hier ruckelt wie die Hölle. Oha. Verpisst euch. Die sind doch krank. Solche Psychopathen. Verdammt nochmal.
Was ist los mit denen? An alle Verfolgungseinheiten. Wir haben jetzt Nadelbänder im Einsatz. Fahren Sie entsprechend vorsichtig. Oha. Oh, 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 oh. Okay, hier rüber. Oh, der wollte mich wegschieben, die Sau. So, Vollgas. Hau ab. Ah. Okay, der ist auch Schrott. So, und jetzt weg hier. Oh, die wollen mich einkesseln. Hier. Und hier. Da kriegt ihr. Oha. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah, verflucht. Oh, das wird Mac gefallen. Oh nein. Ich wurde noch nie verhaftet. Jetzt wurde ich verhaftet. Okay, dann nochmal. Hoffentlich ab dem Fluchtpunkt. Ansonsten kriege ich nass. Das ist übel. Das Spiel fängt da so an zu ruckeln und dann reagiert die Lenkung überhaupt nicht mehr. Na toll. Hausschläger und jetzt auch noch Cops. Der Tag wird immer besser. So, ich glaube, die Verfolger zu zerstören bringt gar nichts. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal Vollgas und versuche einfach wegzukommen. Naja gut, immer mal eine mitgeben kann ich ja schon. Okay, der ist Schrott. Hier Zentrale, wir errichten jetzt Straßensperren, um das Zielfahrzeug zu stoppen. Oh Mann! Naja, wenigstens sind die auch dagegen geheizt. Alter, werde ich jetzt tot oder lebendig gesucht? Tätige NM135. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Verdammt! Hau ab da! Du Sack! Oha! Ja, klar. Nein, warum ruckelt das so? Oh mein Gott. Die Steuerung reagiert überhaupt nicht. Oh Mann, 14 FPS teilweise nur. Ha, was für ein Anblick. Okay, verstanden. Okay, schnell weg. Alles klar, verstanden. Okay, wenn ich wegkomme, dann geht auch meine Framerate wieder hoch, weil da nicht so viel Trubel ist, aber jetzt sind die schon wieder da. Ja, Mann, oh Mann. Okay, Augen auf die Straße. Ja. So, der ist weg. Zentrale an NM113. Wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung auf dem Solidar Drive. Verfolgung in westlicher Richtung auf dem Solidar Drive. Die NM35, unser Wagen ist so schwer beschädigt. So, da kriegt auch noch mal einen mit. Primär einer. Der hier geht auf meine. Okay, der ist Schrott. Rechnung. Das muss wehtun. Okay, die Cops fahren durch ihre eigene Straßensperre. Auch interessant. So, und jetzt weg hier. Da ist schon wieder einer. Seid denn ihr bescheuert? Aber wie viel sind denn das? Ich hab bestimmt schon 10 kaputt gemacht. Oh Mann, was verstopfen? Hat er gerade gesagt verstopfen? Ja, 13, unser Motor ist hin. Müssen die Verfolgung aufgeben. In Ordnung. Die Fahrzeuge sind auf den Wagen gerannt. Ja, und ich werde es auch nochmal tun, wenn ihr nicht aufgebt. Warum hat es jetzt gerade gelenkt? Meine Fresse. 4A16, können dem Wagen nicht folgen. Er hat alle Einheiten. Entkommen. Macht's gut, Trottel.
Puh. Meine Fresse. Oh, war das heftig. Also da muss ich irgendwas tun, dass das nicht so übel rumruckelt. Eine Speedkarte haben wir wieder zur Auswahl. Ich nehme mal die linke. Nitro-Auspuff, jawohl. Bringt ein bisschen mehr PS und Höchstgeschwindigkeit, aber die Beschleunigung leidet darunter. Nee, dann verkaufen wir die. Ja. Wobei, die hätte ich jetzt auch ins Ding liefern können. Egal. Kohle ist auch wichtig. So. Und siehe da, die Framerate ist wieder da. Du bist immer noch auf freiem Fuß. Ich bin beeindruckt. Könntest du mir das auch persönlich sagen? Ja. Es wird Zeit. Na dann. Der Boss. Deine geheimnisvolle Gönnerin ist endlich bereit, sich persönlich mit dir zu treffen. Sie hat einen neuen Auftrag, durch den ihr einen Einblick in die Pläne des Haus erhaltet. Wunderbärchen. Ach du Scheiße, sieht die Karre aus. Ne. Oder doch. Ich versuche mal ganz kurz was. Klick. Und klick und din 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 din. Bring. Da sind wir überall schon auf niedrig. Niedrig, niedrig. Aus. Effekt mit niedrig. Textur würde ich schon gerne auf Mittel lassen, sonst sieht es furchtbar aus, glaube ich. So, mal gucken, ob es was bringt. FPS-mäßig. Ja, man sieht gleich einen spitzig pixeligen Rand. Aber es scheint mir insgesamt etwas flüssiger zu laufen. Das könnte dann auch meine Fahrskills verbessern, wenn die Tastatur auf meine Tasteneingaben reagiert und nicht erst eine halbe Minute später. Also wenn ich jetzt auf einen Schlag viel besser fahre, dann liegt es definitiv dran, dass das Spiel geruckelt hat und nicht, dass ich zu blöd zum Fahren bin. Oh, und ich sehe gerade, der Timer hat auch schon lang gerasselt. Wer nach Sonnenuntergang keine Lust auf einen Rennen hat, ist kein echter Racer. Naja, manche Leute haben nach Sonnenuntergang eher Lust auf Time to Play. Auf Los Osos. Wie auch in meinem Logo. Der Sonnenuntergang und dann beginnt das Spiel. Oh, wo fahre ich hin? Blöde Linie. Bin ich der grünen Linie hinterher gefahren. Aber wir müssen hier lang. Über die Ampel drüber. So, hier ist auch dann Shift-Lock. Oha, wie die Reifen schrubbern. Und Vollgas. Ist echt traurig, dass ich die Grafik so runterstellen muss. Aber, ja, wie gesagt, mein System ist nicht mehr das neueste. Der 3 GHz Prozessor auf 3,7 hochgetaktet. Und der Intel Core to Quad. Zwar 4 Kerne, aber wie gesagt nur 3 GHz. Die 1050 Ti, die macht ihren Job ganz gut. Aber auch 16 GB Arbeitsspeicher können es da nicht rausreißen bei dem Chip. Und auf meinem Board geht leider kein anderer Chip mehr. Das ist schon der größte. Also wird es demnächst ein komplett Makeover geben müssen. Aber solange ich noch kann, einigermaßen. Solange ziehe ich es noch so weit. Ramirez hat seine Tarnung aufgegeben, damit du auf eine Liste kommst. Jetzt zahlt sich das aus. Sekunde, ich kenne nicht mal deinen Namen. Nenn mich den Broker. Jetzt bin ich echt schlauer. Übernimm noch einen Job und entscheide dann, ob du mir traust. Falls du überlebst.
Mit dem Auto. Fahr zum Zielpunkt. In deinem Handschuhfach ist eine Verkleidung. Zieh sie an, bevor du am Ziel bist. Was? Darauf fallen die doch niemals rein. Komm schon. Wow, keine Zeit. Ramirez hat dir eine wasserdichte Identität verschafft. Die Leute sehen nur, was sie sehen wollen, Miller. Vertrau mir. Die Karre sieht ja aus. Ach du Schande. Eieieiei. Da müssten wir vorher mal durch eine Werkstatt durchfahren, beziehungsweise durch eine Tankstelle, dann ist der wieder schick. Weil mit so einer Karre können wir das ja eigentlich nicht machen. Aber wir haben jetzt zum Glück auch keine Zeit. Und deswegen kann ich auch hier eine Folgenpause machen. Und wir sehen uns da wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei Need for Speed. Payback. Eins werde ich dann in der nächsten Folge auch noch probieren. Lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.